Ach, der letzte Part ging ja wohl ab, ne? Würde ich sagen. Bisschen hin und her geschlittere im Belsach in der Arena von Frieda. Das bedeutet allerdings auch, dass wir jetzt zu Robert können, nein, zu Alex können, zum Sinn der Stärke. Und unter anderem könnten wir auch ein paar Orte besuchen, die wir mit Kraxler haben, aber ich würde sagen, das verschiebe ich dann ein bisschen. Erstmal das Münzamulett erstmal wieder an Goku geben. Ich werde es ihm die Fausttafel geben für die Arena. Erschien für mich sinnvoll. Ja. Na gut, geh einfach rein. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galaktik. Oh, bist du etwa schon fertig? Deine Pokémon sind gar nicht mal so stübel. Oh, du bist lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon sie retten? Unterstellt werden? Träum weiter, Kindchen. Aber hier ist es. Rechtkeit. Gehen wir zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewigenau getroffen. Ja, Martin Galaktik hat etwas Großes vor. Zur Wohl alle. Da solltest du uns in Ruhe lassen. Hör auf, Pokémon. Und andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Verschwende deine Zeit nicht, damit ins Hauptquartier nach Schleide zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Armer Alex. Er hat als einziger versagt. Ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galaktik ausrichten. Das Pokémon namens Zelfe. Es macht einen leidenden Eindruck. Ich verstärke. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es reicht nicht. Nur stärker werden. Dauerlich. Stärke Grotte. Ja, hier wär's gewesen. Wie hieß die Jupiter? Ich fand einfach nur die Melodien fröhlicher machen. Ach, oben geht's ja lang. Oben ist ja das Gras. Hätte euch ja erzählt, hier kann man wunderbar trainieren, aber ich glaube, das ist auch nur in Pokémon Platin so. Auf jeden Fall, was für ein Stift. CTM14 Blizzard. Wie schon vermutet. Ich werde aber sagen, ich gehe zum Anfang von der Route 216. Und da erforschen wir dann nochmal die Gebiete, die mit Kraxa zu tun haben. Bis gleich. Ihr erinnert euch an der Hütte? Da können wir uns dann aufheilen. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich Roserade nicht mehr, aber. Hier haben wir eine Kraxler dagegen. Ich gehe natürlich nur zu den Stellen, wo ich weiß, dass da was war. Zack. Lass mich gehen. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Das ist das Problem. Scheibenkleister.
Okay. Ja, ich habe gesehen, dass Gera kommt. Ah, Scheibenkleister. Mann! Echt? Ja. Mhm. Geil! Geil! Ich musste kurz, ich war sprachlos. Wegen der Geilnis, ja. Oh Gott. Absolut geiler Kampf, muss ich schon sagen. Obwohl kommen jetzt 5 Parts hintereinander mit großer Datei hier, ey. Schnee, 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 schnalala. Bin froh, wenn ich mit dem Schneegebiet, mit dem Schneegebiet hier abgeschlossen habe. Daisy ist gut trainiert. Eben, so jetzt bekommt Starshine mal den EP-Teiler. Emmentalkraut. Nicht so schlecht, aber auch nicht so geil. KP plus. Kein Plan plus, ey. Staravia, okay. Da geht's nochmal auf Zandali. Was? Na, Blitz. Das ist kein Witz. Plötzlich Angriff. Weil es gegen die ganzen Kampf-Pokémon trainiert hat. Was finden wir hier? Ja, TM13 Eisstrahl. Perfekt. Damit haben wir alles, was wir haben wollten. Außer es möchte jemand lernen. Da bin ich auch sehr zufrieden damit. Eisstrahl. Daisy könnte es lernen. Ich lasse das. Ich lasse die Option mal noch offen. Ab nach Weideborg. Kurz die Pokémon zeigen. Nee, das Kraxalgebiet im Kraterberg lasse ich jetzt mal aus, weil dazu kommen wir noch später. Nachdem wir die 3 Pokémon aus von den Seen befreit haben. Das hier. TM05 Polar. Ah, der Polar, dass er hier ist. Oh mein Gott. Wie erbärmlich.
Als nächstes Gebiet mit Kraxler. Bevor wir dann endgültig nach Schleide gehen. Denn da ist auch. Ah, oh, das wir schon eher haben können. AP Plus. Nicht schlecht. Kann man hier nicht runterkraxeln oder so? Nee. Aha. Da also. Muss doch irgendwo der Schlüssel sein oder so. Ist doch nicht umsonst hier. Okay, geht's noch mal hoch. Ah, ein langer Weg hier. Yeah, 85. Traumfresser. Ja. Ab nach Schleide. Man erkennt das so schlecht, ey. Auch hier ist noch ein Kraxler-Gebiet. Deswegen komme ich her. Ne, hier nicht. Genau da. Bei der Arena. Wie die versetzt Kraxler. Zack. Lahmrauch. Toll. Ist allein. Und ja. Damit haben wir erstmal alles erkundigt, was mir jetzt einfiel mit Kraxler. Haben ein paar TMs gefunden. Deswegen denke ich, können wir Billy fast kurz entlassen. Ich halte nochmal obligatorisch mein Team zum Ende des Parts. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann in das Hauptquartier von Team Galactic. Ja, dieser Part ist ein bisschen kürzer, ich weiß. Aber die letzten Parts waren umso länger. Also passt das wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.